Leipzig, März 2019, Leipziger Buchmesse, Manga- und Comic-Convention. Wir von Nerdzig sind dabei. Neben mir steht jetzt Ryoko, eine Mangaka. Einige Werke sehe ich hier schon. Wie beschreibst du deine Werke? In welchem Stil machst du das? Definitiv Shoujo, aber nicht zu kitschig. Wir gehen ins Drama-Genre und auch Fantasy habe ich mit dabei. Also schon relativ umfassend. Machst du das alles alleine oder hast du noch einen Co-Autor, Co-Autorin? Alles komplett alleine. Klar holt man sich dann manchmal Hilfe bei anderen Zeichnern, aber eher wenn es um Kritik geht, ansonsten alles alleine. Okay, das ist auch schon eine Menge Arbeit. Das ist ja jetzt der erste Band. Der zweite Band dazu ist ja jetzt hier heute ganz auf der Buchmesse richtig. Entstanden, genau, genau. Beziehungsweise veröffentlicht worden. Entstanden wäre schön. Ja. Mal eben schnell gezeichnet. Ja. Worum geht es in dieser Geschichte? Um den Hauptcharakter Riley. Die verliert halt ihre Familie und ist quasi leichtes Futter für einen Dämon, der einen Pakt mit ihr eingehen will. Ist natürlich nicht der ganze Umfang der Geschichte, aber das ist so der Hauptkern, um den es sich dreht in dem kompletten Band. Da kommen dann noch mehrere Charaktere hinzu, aber dieser Dämonenpakt ist halt so dieser Kern des Ganzen. Und davon hast du jetzt quasi den zweiten Band auch rausgebracht, genau. Wo dann die Story fortgeführt wird. Mhm. Wird es noch einen dritten Band geben? Es wird sogar bis zu einem fünften Band geben, ja, ist geplant bisher. Also jemand, der anfängt, bei dir reinzuschnuppern, wird nicht enttäuscht, es kommt immer wieder neues Futter. Definitiv. Ab jetzt plane ich tatsächlich jährlich, also nächstes Jahr dann Band 3 und so weiter, bis es dann Band 5 gibt. Das heißt, zur nächsten Buchmesse kann ich mir Band 3 angucken? Komplett, ganz genau. So, das war's heute von der Buchmesse. Wir sehen uns morgen wieder.